Wie viele Jobs hattest du schon? Und wie viele Jobs glaubst du, wirst du in deinem Berufsleben noch haben? Also wenn man überlegt, meine Großeltern, mein Großvater, der hatte einen einzigen Job. Der hat bei der Deutschen Bank angefangen und ist bei der Deutschen Bank in Rente gegangen. Mein Vater hatte zwei oder drei Jobs. Ich allein in meinem Leben habe schon, ich glaube, ein Dutzend Jobs gemacht. Und man geht davon aus, dass in der Zukunft die Menschen 20, vielleicht 30 unterschiedliche Jobs haben werden. Und viele dieser Jobs, die du in der Zukunft mal machen wirst, existieren heute noch nicht einmal. Heute geht es darum, wie du deine Karriere zukunftssicher machen kannst. Dazu gibt es vier Punkte, die du berücksichtigen sollst, gerade auch wenn du dich jetzt auf deinen nächsten Jobwechsel vorbereitest. Und der wichtigste Punkt ist natürlich der vierte. Der erste Punkt ist der Fokus auf soziale Kompetenzen. Je eher sich Hard Skills verändern, also Programmierung, Projektmanagement, ja, so eher sich diese Skills verändern, umso mehr werden die Soft Skills zur Konstante, also Empathie, Einfühlungsvermögen, Projektmanagement, wie man mit komplexen Aufgaben umgeht, Teamarbeit, Führung, diese Soft Skills werden immer wichtiger. Also auch wenn du zum Beispiel irgendwo mal als Barista gearbeitet hast und unter Stress ganz viele Aufgaben geregelt hast, dann sind das Sachen, die du auf andere Jobs sehr gut übertragen kannst. Oder wenn du im Gesundheits- oder Pflegebereich gearbeitet hast und hier mit sehr viel Geduld und Einfühlungsvermögen gearbeitet hast, unter einem hohen Druck gute Leistung gebracht hast, dann sind das Soft Skills, die du sehr oft auch auf andere Jobs übertragen kannst. Und diese Übertragungsleistung ist sehr, sehr wichtig. Der zweite Punkt ist, dass du jetzt diese Soft Skills übersetzen musst in die Branche, in den Beruf, in den du gerne möchtest. Also wenn du zum Beispiel von Kommunikationsfähigkeit sprichst und wir sind im Marketingbereich, dann bedeutet das vielleicht Storytelling oder Branding. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel im Gesundheits- und Pflegebereich sind, dann bedeutet Kommunikation, ja, wie du Verhaltensanweisungen rüberbringst und wie du im Team effizient kommunizierst. Das heißt, du musst immer gucken, in welchen Berufsbereich gehst du rein und was für Soft Skills hast du und welche Soft Skills sind dort gefragt und wie kannst du die dort übersetzen? Also wenn irgendwo Storytelling steht, dann musst du sagen, ja, ich bin kommunikativ, also werde ich auch Storytelling können. Der dritte Punkt ist, dass wir uns weiterentwickeln müssen und dass wir herausfinden müssen, okay, was sind denn die Entwicklungsbereiche? Und es gibt ja so einen Spruch, den hast du vielleicht schon mal gehört, Life begins at the end of the comfort zone. Also das Leben fängt da an, wo deine Komfortzone endet. Das heißt, immer da, wo du merkst, ha, da fühle ich mich unwohl, da fühle ich mich unsicher, dann siehst du, okay, das sind eigentlich die Bereiche, wo du dich weiterentwickeln kannst, wo du ganz bewusst reingehst und sagst, okay, dort muss ich mir zusätzliche Kompetenzen aneignen, dort muss ich mich weiterentwickeln. Wenn du zum Beispiel immer wieder zurückschreckst, dass in einem Job Description Englisch gefragt wird, dann musst du sagen, hey, dann mache ich jetzt halt endlich den Englischsprachkurs oder dann lade ich mir eine App runter und lerne darüber Englisch. Oder wenn du irgendwo siehst, hey, da ist ein gewisser technischer Skill gefragt, den du nicht hast, ja, dann mach doch jetzt diesen Kurs, ja, setz dich mal hin übers Wochenende oder buch irgendwo einen Kurs für eine Weiterbildung und eigne dir diese Sachen an, um einfach zu sehen, hey, das ist eigentlich der Punkt, wo ich mich weiterentwickeln kann und wo ich mich auch wieder fit mache für den nächsten Jobwechsel. Und der vierte und letzte Punkt, der auch super, super wichtig ist, werde wählerischer in der Wahl deines Arbeitgebers, weil du kannst natürlich dich beruflich weiterentwickeln, indem du von Job zu Job, von Arbeitgeber zu Arbeitgeber wechselst, aber das ist sehr, sehr aufwendig. Viel einfacher ist es ja, wenn du einen Arbeitgeber findest, der sich darauf ausgerichtet hat, seine Mitarbeiter Stück für Stück auch weiterzuentwickeln und ihre Karriere aktiv zu fördern. Das heißt, such dir einen Arbeitgeber, wo du siehst, hey, da gibt es einen Karriereplan, da gibt es festgelegte Stufen, wo ich mich dahin entwickeln kann, wo ich gerne hin möchte und der auch ganz gezielt darauf setzt, intern seine Leute zu befördern und die nicht nur von extern reinzuholen. Das heißt, wenn du hier einen Arbeitgeber findest, der sich mit dir zusammen entwickeln will, der dich entwickeln will, wird es natürlich viel einfacher, auch innerhalb einer Firma unterschiedliche Bereiche und unterschiedliche Jobwechsel zu machen. Okay, das waren die vier wichtigen Punkte. Werde dir über deine Soft Skills klar. Überleg dir, wie diese Soft Skills in anderen Berufen gefördert werden und gefordert werden. Mach dir klar, wo sind deine Entwicklungspotenziale und nutze sie, geh da rein und such dir ein Unternehmen, das dich fordert und fördert. So, wenn du jetzt wissen willst, wie du deine Soft Skills auf einen neuen Beruf mappen kannst, dafür habe ich dir ein Baukastensystem entwickelt. Das verlinke ich dir in der Infobox und natürlich auch in der Beschreibung und natürlich auch in den
Shownotes vom Podcast.